Wir vom Medienteam Mitte TV sind auf dem Weg zum Atelier des Bildhauers Stefan Bassier. Geboren 1962 in Freiburg im Breisgau, ist er seit 1992 als freischaffender Bildhauer tätig. Das alles sagt uns viel und zugleich auch wenig über den Künstler und seine Arbeiten. Besuchen wir ihn also, um ihn selbst näher kennenzulernen. Hallo, wir vom Medienteam Mitte sind heute hier in der Wolterstraße. Es soll hier in der Gegend einen Künstler geben, den möchte ich gerne aufsuchen und vielleicht habt ihr Lust, einfach mal mitzukommen. Hier ist der Künstler zu finden. Schauen wir doch mal, ob er da ist. Stefan Bassier fand über das Modellieren mit Gips zur Bildhauerei. Er erforscht verschiedenste Materialien und Prozesse und verlässt dabei gern bereits erprobte Wege. Hallo, Herr Bassier. Grüße. Guten Tag. Kommen Sie rein. Als Autodidakt probiert er auch Techniken aus, die von akademischen Künstlern als nicht gangbar betrachtet würden und kommt dabei oft zu überraschenden neuen Ergebnissen. Sie wirken seit über 30 Jahren. Können Sie sich noch an Ihre erste Skulptur, an Ihre erste Arbeit erinnern? Ich habe angefangen zu Hause mit Gipsfiguren. Das ist in einer Einzimmerwohnung eine Riesensauerei. Das Arbeiten in Styropor ist ziemlich grausig, weil dann fliegen überall die kleinen Styroporkügelchen rum. Aber im Verhältnis zu jedem anderen Material ist man halt in 0, nix drin, kann es schleifen, anpassen. Stefan Bassier will seine Ideen schnell einfangen, solange sie ganz frisch sind. Dazu ist es ihm wichtig, zunächst zügig und ohne große Kosten zu Entwürfen zu kommen, die er dann später in hochwertigen Materialien ausführen kann. Dann können teure Gießformen und Metalle nötig werden. Kosten, die er sich spart, solange er noch in der Experimentierphase ist. Da ist auch ein Styroporkern drin, aber damit der halt nicht schmilzt, wenn ich das praktisch zusammenschweiße, habe ich viele Schichten Alu drumherum gelegt. Also irgendwann diktiert die Figur eben auch die Machart vor. Das Nette bei dieser Technik, derjenige, der wirklich Ahnung hat von Materialien, der würde das nie machen, was ich da mache, weil er einfach behaupten würde, es geht nicht. Da habe ich diverse Beispiele, Experimente, wo ich eben ausprobiert habe, was es bedeutet, so eine Oberfläche zu schließen und wie weit man da gehen kann. Deshalb ist der Raum auch so voll, weil er eben mit lauter angefangenen Arbeiten gefüllt ist. Mit einer ihm eigenen Besessenheit erprobt und analysiert Stefan Bassier die Materialien. Vor allem die Möglichkeiten der Oberflächenbehandlung. Dabei bringt er Strukturen oder Muster hervor und verstärkt deren Eindruck. Das Ganze, nachdem es halt schon verdichtet ist, dann mit dem Brenner angeht, dann kann man ziemlich gut sehen, dass das Material sich wirklich verbunden hat und so richtig gehend verschweißt ist. Und das ist, finde ich, absolut hochspannend. Also in den unteren Schichten zieht sich das Ganze noch so zusammen, sodass so komische Strukturen entstehen. Und, ja, das ergibt richtig Bilder. Also. Ja. Er unterliegt jedoch nie den Versuchungen der Stilisierung. Stets ordnet er die formalen Momente den inhaltlichen unter. Dabei fasziniert ihn immer wieder der Kontrast zwischen Erstarrung und ausgelassener Bewegung von Menschen und Wesen. Aber es macht einen großen Spaß natürlich auch wirklich ins Material hineinzugehen. Und das mache ich durchaus anders als andere Bildhauer, die zum Beispiel, wenn sie mit Steinen arbeiten oder mit Holz, viel stärker von vornherein auch ins Material hineinlesen. Hier noch andere Materialien entdecken, viel Holz sehe ich, verschiedene Sachen aus Gips und ein immer wiederkehrendes Motiv, wie zum Beispiel den Berliner Bär. Ja, das ist natürlich auch eine Idee, dass die Kunst sich eben durchaus den Menschen annähert und die Erwartungshaltung von vielen Touristen, gerade in der Stadt, ist natürlich ein Souvenir oder eine Verbindung mit der Stadt.
herzustellen. Und deshalb habe ich eben auch versucht, mich dem immer wieder auch anzunähern, dem Thema, und diverse Experimente gemacht. Wobei die vollplastische Arbeit mir dann doch am interessantesten erschien. Grundsätzlich geht es eigentlich immer um natürlich auch die Lesart, wie man Plastik liest. Also es bleibt eine abstrakte Figur, also ein abstrakter Gegenstand, und hat eben eine Dynamik, die menschlich gelesen wird. Immer sehr interessant, auch durchaus die Arbeiten, die eigenen Arbeiten mit den Augen eines anderen zu sehen. Der Bildhauer Stefan Bassier freut sich über das Interesse anderer an seiner Arbeit und ist gerne bereit, Besuchern nach vorheriger Absprache sein Atelier zu zeigen. Kontaktmöglichkeiten finden Sie auf der Webseite des Künstlers. Man muss halt auch klarkriegen, als Künstler ist man eben selbstständiger Unternehmer. Und alles, was man macht, macht man, und alles, was man nicht macht, Pech gehabt. Das ist das Gute bei Kunst. Die Signatur ist halt immer auch gleichzeitig eine Art Ausweis bzw. Werbung, und insofern habe ich auch kein schlechtes Gefühl dabei, wenn die Sachen eben dann für ein paar hundert Euro weggehen und ich zwar nicht die Miete davon zahlen kann, aber weiß, es ist in der Welt, und macht dann eben halt auch diesen Werbeeffekt, an den ich viel mehr glaube, als jetzt im Internet großartig präsent zu sein. Und man muss eben da mehrgleisig fahren, und eben so wie ein Unternehmer das eben normalerweise macht, aber als Künstler ist man sich dann eben auch gleichzeitig ein bisschen zu schade dafür. Das war unser Besuch in der Bildhauerwerkstatt des Stefan Bassier. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es war unterhaltsam und interessant. Schaut doch einfach wieder mal rein. Ciao. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Kommt doch einfach noch mal mit. Ja. Das können wir ohne was machen. Zack. Nee. Das war unser Besuch in der Bild. Und wenn es euch gefallen hat, dann schaut einfach noch mal wieder rein. Schaut einfach wieder rein.